wieder eine kurze Zeit später. Ihr seht ungefähr, wo wir angelangt sind. Gerade eben diesen einen, hier, Wegpunkt und so weiter. Und hier wieder ein neuer Kontakt. Also ihr seht, was für einen Vorteil es hat, sich in so einer Küstennähe zu befinden. Einen großen. Gut. Dann machen wir mal so einen Kurs, nicht wahr? Oder etwa doch? Gut, jeder ist müde, ausnahmslos. Ja doch, meine beiden Wachoffiziere nicht. Denen scheint es noch ganz gut zu gehen. Dann lege ich die mal schlafen. Und du da... Jupp! Ja. Pech gehabt. Gut, ich habe auch einen kleinen... Mod aufgespielt, dass die Lieder am Grammophon jetzt random durchgespielt werden. Das hatte ich davor noch nicht, aber ich muss aufpassen, dass nicht die falschen Lieder gespielt werden, denn sonst kommt die Emi und kackt mir ins Gesicht, so wie es in der vorigen Folge passiert ist, weil da habe ich ja irgendwo auf der Welt von den Comedian Harmonists reingeschnitten, damit es nicht so ganz so still ist, weil der Ingame-Sound kaputt war. Und tja, das, was mir daraufhin passiert ist, ist, dass das Video gesperrt wurde. Gerade erst vor ein paar Minuten und deswegen muss ich jetzt die ganze Folge nochmal ohne dieses Lied rendern und morgen nochmal hochladen. Und deswegen gibt es auch heute, und zwar am 11. oder sowas, 11.2. Auf jeden Fall gibt es heute keine Folge leider. Und deswegen muss ich meinen kleinen Lauf unterbrechen, dass ich jeden Tag eine Folge hochlade. Oh, fuck. Okay. Jetzt wird's ernst. Das ist das, wofür ich die ganze Zeit trainiert habe. Eine Swordfish ist das, okay. Da hinten ist auch das Schiff, das wir verfolgen. Und die Swordfish, das ist ein Torpedobomber. Der hat hier jetzt keine Torpedos dabei. Das ist noch ein altes Flugzeug, wie ihr seht, Doppeldecker. Der hat zwei Bomben dabei, das heißt, er würde uns bombardieren. Ach, da hat er doch gleich noch einen Freund. Und, berühmt ist er als Torpedobomber, der zum Beispiel die Bismarck, oder sehr stark, mit der Bismarck sozusagen in Verbindung gebracht wird, weil, er damals mitverantwortlich war für die Versenkung der Bismarck. Gut, auf 60 Meter auspendeln. Gut, dann mag ich meinen Funkmann bitte in den Funk haben. Oder ein Sonar. Alles ist das Gleiche. Immer noch sind alle müde. Da kann ich jetzt allerdings mal nichts machen. Gut, wir wissen aber, dass wir auf dem richtigen Weg sind, dass das Schiff irgendwo in der Nähe ist. Das muss hier ungefähr sein, ziemlich genau. Hier so. Und genau, also ihr seht, das mit den Flugzeugen von mir ist kein dummes Gelaber. Flugzeuge existieren. Shit. Und, genau, hier kann ich immer noch nicht bewegen. Nee, aus irgendeinem Grund nicht. Muss ich mal recherchieren, weil das ist echt eine Sache, die mir sehr abgehen würde. Besonders bei Wasserbombenverfolgungen. Und bei Abfangen von Konvois. Aber das passiert uns wohl jetzt erstmal nicht. Und deswegen... Ja, was machen wir denn? Ein Handelsschiff fährt da noch nicht, oder? Sag mal an. Nee, er hört noch nichts. Ja, dann fahren wir erstmal einfach nur so vor uns hin. Müssen jetzt allerdings echt vorsichtig sein, weil die Flugzeuge, die haben... Was soll das? Ich habe gesagt, auspendeln. Weil hier, man sieht schon den Boden, der ist nicht allzu weit weg. Nicht, dass sie dann aus Versehen noch auf den Boden fallen oder so. Aber auf jeden Fall, ja. Was wollte ich sagen? Ja genau, wir werden jetzt erstmal in aller Ruhe und Gemütlichkeit auf 60 Knoten auf unseren Feind hier zufahren. Da ist er auch schon gehört. Er verfolgt den Kurs, wie wir es vorausgesehen haben. Okay, dann auf Zero Tiefe gehen. Hoppala. Und neuer Kurs, ungefähr so viel. Dass wir uns wieder parallel zu ihm hier stellen. Und ihm dann, falls es ist, also dann werden wir ihn mal kurz identifizieren und dann entscheiden, ob er den Schuss wert ist oder nicht. Auf jeden Fall mal geschaut. So. Ja, dann alle Maschinen stoppen.
Richtig, dann mache ich mal meinen Offizier da rein und ja, müssen die wohl wieder arbeiten hier, die armen Menschen. Mir doch wurscht, die sind auf dem verdammten U-Boot, das ist doch keine Vergnügungskreuzfahrt. Sollen mal, auch wenn sie müde sind, meine Fresse. Wenn ich müde bin und da am Studieren der Bücher oder sonst etwas, dann denkt sich doch auch keiner, oh, das arme Kind, das darf doch jetzt zu Hause bleiben und sich in aller Ruhe Nintendo spielen. Verdammt nochmal, jetzt habe ich einen falschen rausgelegt. Okay. Aber auf jeden Fall, das ist der Plan. Ich habe alles besetzt. Das ist alles gut. Das ist alles gut. Mit einem Kriegsschiff. Kriegsschiff, Kriegsschiff. Ne, kein Kriegsschiff gehorcht. Aber wenn, also die Flugzeuge scheinen uns nicht gesehen zu haben, sonst hätten sie ihre Bomben auch geschmissen. Und deswegen wird auch wohl kein Zerstörer fürs erste Mal kommen. Zumindest nicht beabsichtigt. Und die Flugzeuge sind in diese Richtung da geflogen. Also es könnte gut sein, dass sie hier gerade auf diesem Weg sind, Richtung unsere Abschussorte. Wer weiß. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall schweben wir jetzt ein wenig unter Wasser. Und warten, bis unser. Alles klar. Okay. War nur alles gut. Okay. Ach. Jetzt habe ich es fast versaut. Hier draußen ist es auf einmal so dunkel. So bewölkt, oder kommt es mir nur so vor? Nee. Scheint noch gut zu sein. Oh, da ist er ja. Was bist du denn? Ein kleines Dutschi, Butschi, Kutschi, Futschi, Dutschi, Butschi, Lutschi, Hutschi, Kanutschi, Putzuzi, Kututschi, Polucci, Hutschi, Kutschi. Was bist du denn? Ein Beleist-Class-Dampfer. Der ist, glaube ich, doch nicht so ganz klein, wie er ausschaut. Oder vielleicht auch doch, ich habe keine Ahnung. Mit den ganzen neuen Frachtern, die sie hier eingebaut haben, kann man sich da nie sicher sein. 1600 Tonnen. Ja, komm, die Torpedos müssen wir loswerden und. Ja, okay, wir haben doch genug Sprit, aber. Die Torpedos müssen wir loswerden. Ja, die müssen wir loswerden. Das bedeutet, wir warten jetzt doch noch ein bisschen. Bis da uns vor die Nase gefahren ist. Dann Schaltung Rohr 1. Ich habe keine Ahnung. Ich mache einfach mal so: Rohr öffnen. Genau, und jetzt warten wir. So lang ungefähr. Okay, das ist doch gut. Das ist perfekt. Das ist sexy und macht mich ein bisschen geil. Okay. Stomp, stomp. Stomp, stomp. Stomp, stomp. So weit ungefähr. Gegnerfahrt. 6 Knoten könnten ungefähr hinkommen. Die jetzt eigentlich schon eingestellt sind. Weil die Dinger fahren nie so unheimlich schnell. 5 Knoten, ja. Just like I told ya. Just like I told ya. Hey, das ist aber nicht ganz richtig eingestellt. Gut, dann mach ich's wieder manuell. Der ist jetzt schon fast an uns vorbeigefahren, aber. What else? Och, da habe ich aber anscheinend sogar mal falsch gezielt. Passiert auch nicht allzu oft. Eine Minute, der ist schon sehr flugs unterwegs. Ich habe keine Ahnung. Okay, es kann gut sein, dass der jetzt daneben geht. But I ain't got no idea. Ja, doch. Gut, der war einfach nur daneben. Warte mal. Gut, LI, du musst jetzt leider mal da hin. Und Wetter? Boah, was ist denn das? Himmel klar, kein Niederschlag, kein Nebel, Wind in Stärke 8. Wir könnten also immer noch das Deckgeschütz benutzen, aber bei dem Wetter ist mir das eigentlich viel zu riskant, wenn ich mal so ehrlich sein darf. Okay, AK voraus. Dann kommt jetzt hier Abfang-Action. Ein Torpedo verschwendet. Das heißt, vielleicht schaffen wir es heute noch nach Hause zu fahren wieder. Ja, könnte sein. 4 Torpedos ist nicht allzu viel. Wenn wir für den jetzt noch 1 bis 2 brauchen, dann sind wieder nur noch 2 übrig. Das reicht dann noch für ein Schiff vielleicht. Der ist schneller als hier, kann es sein. 8 Knoten. Kommen wir noch mehr.
Ja, der fährt uns einfach weg. Ja gut, wenn er es so will. Wenn er einfach nicht sterben will, dann lassen wir das auch. Aber bei dem Wetter werde ich sicherlich nicht vor seiner Schnauze auftauchen. Das könnt ihr vergessen. Was ich jetzt allerdings nochmal probieren kann, ist eine Verzweiflungstat. Ja, das ist jetzt eine riskante Sache. Ich weiß es nicht, ob ich es machen werde. Ja, wahrscheinlich doch, aber das würde dann vermutlich nur darin ausarten, dass wir ein Torpedo verschwenden. Aber mein Gott, wir sind so erfolgreich, wir können es uns leisten. Nicht wahr? Wohl wahr. Sehr wahr, sehr wahr. Viva. Viva. Der Spielfilmsender. War nur ein Scherz. Okay. Job, 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 job. So ungefähr. Ich meine, so ungefähr. Und ein bisschen weiter nicht weg, sondern näher heran. Ein bisschen nach Star. Nach Stalin, ein bisschen nach Stalin. Okay, und zwar dich. Boah, das wird wahrscheinlich echt einfach nur ein verschwendeter Torpedo. Lassen wir es ihn hier mal machen. Geht nicht. Wo bist du, Schatzi? Kuckuck, hallo. Okay, jetzt. So würde er den schießen. Machen wir es doch auch so. So, und keine Sekunde zu lange das Teleskop oben lassen, deswegen fahre ich das auch jetzt gleich wieder rein. Ihr seht, wie viel das macht und so. So, wo ist unser Torpedo? Da ist er. Ui, jetzt habe ich vergessen, die Tiefe einzustellen. Wenn er jetzt einfach drunter fährt, dann bin ich verflucht sauer, das kann ich dir sagen. Okay, Kuckuck. 106. Okay, wo ist er? Da ist er, man sieht den Rumpf schon. Boah, da wäre ich echt sauer, wenn ich jetzt vergessen habe, die Tiefe richtig... Ach nee, weißt du was, ich glaube, der trifft sowieso nicht. Der prallt einfach an dem Ding ab. Ach, ich bin ein bisschen blöd. Verdammt. Oder? Vielleicht auch nicht, wer weiß. Gib mir ein B. B! So, der eine Torpedo müsste jetzt eigentlich auch langen für den, weil das Ding ist so klein. Das schluckt nicht sehr viel. Obwohl er so schön weiß lackiert und so. Aber nicht meine Schuld. Hier, die Maschinen sind stehen geblieben. Wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal warten ein bisschen. Ja, der ist auch nur noch eine Frage der Zeit, bis das Ding absäuft. Allerdings auch nur noch eine Frage der Zeit, bis Zerstörer da sind. Weil der bleibt jetzt schon stehen, seine Maschinen sind offensichtlich kaputt. Und volllaufen tut er wohl auch gerade. Und das heißt, wir warten jetzt erstmal, schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wenn der zu lange hier jetzt beschließt, doch noch hier rumzuschwimmen, dann werde ich mit dem Deckgeschütz mal wieder rangehen. Vorausgesetzt, warte mal, ich habe schon wieder vergessen, was der von gesagt hat. Jawohl, Herr Kaloy. 8 Meter? Ja doch, das dürfte noch gehen. Stärke 8 schafft er ja noch mit dem Deckgeschütz. Windstärke 8, predige ich meine. Aber das dürfte schon so funktionieren. Der wird jetzt einfach absaufen. Und alles, was auch ist, hat Feuer gefangen. Sehr schön. Also für uns, für die weniger. Also alles, was die jetzt noch groß tun können, ist in die Rettungsboote steigen. Eine andere Wahl haben sie absolut nicht. Absolutely not, my friend. I'm not making Indiana Jones. I'm not making Indiana Jones. George Lucas und Steven Spielberg aren't making Indiana Jones. Gut, gleich wird das Feuer wieder gelöscht von dem Wasser da rum. Glummelum. So. Es könnte jetzt aber echt bald kommen, dass unser... Tada! Weg ist er. Dann schauen wir dem nochmal beim Sinken zu und dann schaue ich mal schnell in unser Logbuch. In der Hoffnung, dass da uns auch angerechnet wird, weil da kann man sich nicht immer hundertprozentig sicher sein. Hey, schicke Mütze, Bro. Naja. Es war echt ein schönes Schiff, war schön lackiert, finde ich.
So, die Menschen, die in Dings rumschwimmen, haben wieder schlechte Chancen wegen der Kälte und so. Aber die in den Rettungsbooten wahrscheinlich doch ganz gute Chancen wegen Zerstören, die gleich auffischen und sowas. Aber wer weiß das schon. Nur Gott. Denn Gott sieht alles. Apropos Gott, ich habe irgendwo eine Bibel. Ich kann jetzt mal episch aus der Bibel zitieren, wenn das Ding untergeht. Vielleicht ist es ja endcool. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Denn deine Pfeile stecken in mir und deine Hand drückt mich. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe wegen deines Drohens und ist nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde. Denn meine Sünden gehen über mein Haupt wie eine Ist das Ding gerade verschwunden einfach? Ups, sorry. Das Ding ist wohl gerade einfach nur verschwunden. Okay. Es war Gott am Werk. Wie man sieht, Gott ist auch in Silent Hunter überall. Und lässt einfach mal ein paar Schiffe aus dem Meer verschwinden. Nicht wahr, Jungs? Dein Schiff ist weg. Und nicht nur so, ich meine, ja, ist weg und so, sondern es ist einfach tatsächlich weg. Vielleicht in einem anderen Universum, vielleicht auch nicht. Oh, Arschcam. Okay. Jetzt mal hier geschaut. Bela ist klar, Dampfer. Er wurde uns angerechnet. Das ist doch eine Speicherung schon mal wert. Fuck. Schwei. Speichern, speichern, speichern. Fortsetzen. Gut, das bedeutet für uns... Was bedeutet das? Es ist 15.34 Uhr, das heißt, die Sonne dürfte bald untergehen. Das bedeutet für uns, wir bleiben fürs erste Mal getaucht. Und zwar fahren wir mal da runter. Und hier so hin. Mit kleiner Fahrt. Und zwar auf, sagen wir, so 40 Metern. Richtig. So, das bedeutet, wir bleiben jetzt getaucht bis zur Dämmerung, damit uns die Flugzeuge wenigstens nicht mehr erwischen können. Und dann tauchen wir wieder auf und schauen, was der nächste Tag uns so bringt. That's the plan, bro, that's the plan. Wir können unsere ganzen Leute wieder schlafen legen. Gute Nacht. Hier, alle mal schlafen und so. Du da gehst nicht dahin. Du da gehst dich da, 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 da. Du musst es leider aushalten, denn du bist der Einzige, der da irgendwas kann am Sonar. So, und ihr drei... Komm, er hat jetzt so viel gearbeitet. Der darf sich schlafen legen, alles klar. Und wir verziehen uns einfach. Langsam, sehr, sehr langsam. Jetzt ist es dunkel, wir warten jetzt noch bis zum... Bis jetzt. Gut, dann gehen wir auf Zero-Tiefe. Wo wir jetzt angelangt sind, gehen mal... Na Jungs, wie sieht's aus? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Tiefe unter Kiel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hier übrigens ein Fehler am Silent Hunter. Die haben tatsächlich damals was Peinliches. Ich glaube, das Gefühl, das habe ich schon mal erzählt. Auf jeden Fall haben die die Zentrale falsch rumgebaut. Weil ein echtes nach da vorne und nach da hinten. Und das Luftzielsehrohr zum Beispiel haben sie an der falschen Seite eingebaut. Und auch damals in der Vanilla-Version von Silent Hunter ist, wenn man getaucht ist, die Seite hier nach oben gegangen. Obwohl die ja dann eigentlich nach unten gehen müsste. Das haben sie jetzt mit dem Mod gefixt, aber das mit dem Sehrohr haben sie nicht gefixt. Das heißt, das Sehrohr ist immer noch auf der falschen Seite. Das Luftzielsehrohr, das sie glaube ich noch nie benutzt haben übrigens. Einfach nur das zweite Sehrohr, das hat einen größeren Radius nach oben. Und das war es auch schon. Das ist halt auffälliger zu sehen, aber naja. Und Genua, das ist es eigentlich. Mal kurz das rund gucken. Aber ich sehe eigentlich nichts. Ja, nee, müsste klar sein. Dann sage ich nochmal meinem Funker, Horcher, gibt's irgendwas? Kein Horchkontakt. Dann stecke ich mal das Zero wieder rein und sage auftauchen. Die Tiefenanzeige stimmt aber nicht ganz. Wenn ich das mal so sagen darf. Kann ich das mal... Was soll das? Wir sind doch nicht auf 130 Meter.
Ach, es könnte. Ah, es könnte sein, dass es an dem Mod liegt, den ich aufgespielt habe. Denn ich habe Silent Hunter 3, Silent Hunter SR3 Commander heißt das Programm aufgespielt. Da gab es so alle möglichen Spielereien. Und eine Sache davon ist, dass es jetzt möglich ist, dass Sachen einfach mal kaputt gehen. Halt. Eine kleine Kaputtgehung von Sachen. Es könnte sein, dass da jetzt zufällig das. Dieser tiefen Dings da. Das Echolot und. Und das Hörungsding. Wenn du weißt, was ich meine. Was meine ich denn? Das Hydrophon, dass die alle gleichzeitig kaputt gegangen sind. Ich weiß allerdings nicht, ob das stimmt. Aber wenn ja, dann wäre das ja merkwürdig. Naja. Wie viel haben wir hier? Batterie ist in einer Stunde aufgeladen. Ups. Tut mir leid. Ich war es nicht. Okay. Genau, wir fahren jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen rum. Nicht wahr? Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie sieht es in der Logbuch auch? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schiffe. Noch ein Schiff, dann haben wir unseren Rekord geknackt. Jedenfalls von der Schiffsanzahl her. Von der Tonnage glaube ich eher weniger. Aber noch ein Schiff und unser Rekord ist geknackt. Und wir haben hier noch 3 Torpedos. Da können schon noch ein, 2 Schiffe rausspringen. Und Diesel haben wir auch. Ja, sehr viel. Also ich glaube, den Abstecher nach Log Eve machen wir heute nicht. Wahrscheinlich. Aber genau, ihr kennt das ja, ich melde mich, wenn was passiert. Bis denne. So, Leute, ich habe, hier Kriegsschiff gesichtet. Nicht weit von da, wo wir herkommen. Also ich habe euch gewarnt, hier wimmelt's von Zerstörern eigentlich. Das ist jetzt der erste, den wir sehen. Und er scheint uns nicht entdeckt zu haben. Aber man sieht, warte mal, ist es auch ein Zerstörer? Ich vermute schon. Und der hat... Ich mach mal schnell hier die Musik aus, bevor die GEMA kommt und mir eins ins Gesicht haut. Nee, da scheint keine Wasserbombenwerfer zu haben. Auf jeden Fall sehe ich das jetzt nicht so, weil das so verflucht dunkel ist hier. Auf jeden Fall ein kleiner Kreuzer dann auf jeden Fall oder so. Und eigentlich ein sehr schönes Schiff, muss ich sagen. Und der scheint uns nicht entdeckt zu haben. Aber ich werde den wohl nicht angreifen, weil, die Dinger anzugreifen ist eigentlich sehr fahrlässig, weil entweder man trifft, was sehr schwierig ist, und man hat dann ganz wenig Bruttoregistertonnen, weil die Dinger kaum was auf die Waage bringen. Oder man trifft nicht und die bemerken einen und wissen, dass ein U-Boot in der Nähe ist und jagen einen. Das heißt, nichts von beiden ist unbedingt erwünschenswert. Deswegen werden wir uns einfach still und heimlich davon schleichen. Tief unter Kiel. Gut, dann gehen wir mal auf 60 Meter. Übrigens habe ich eine neue Idee bekommen. Ja genau, stimmt schon. Ich habe eine neue Idee bekommen, nämlich hier alle Anzeigen ausnahmslos, die beiden und die beiden und die Batterieanzeige da oben und die Dreh- und wie heißt es, Drehzahlmesser und die Tiefenmesser und hier der Dingsmesser, die Druckluftmesser, der CO2-Messer und der andere Tiefenmesser und da hinten die beiden Batterienmesser und die Uhr auch. Alles ausnahmslos zeigt stur nach oben. Genauso übrigens wie das Horchdings, das zeigt auch stur nach oben. Und wie das Echolot, was auch stur nach oben zeigt. Das bedeutet, das scheint da... Ich lasse den Mod jetzt erstmal noch bis zur nächsten Feindfahrt drauf und schaue, ob sich das dann wieder hilft. Aber wenn der Mod einfach nur daraus besteht, dass alle Sachen stur nach oben zeigen, dann ist es einfach nur langweilig. Insofern... Ja, das ist das, was ich sagen wollte. Wir schauen mal, apropos... Hier, das habe ich gar nicht besetzt. Ja, es geht den Leuten wieder gut, das ist doch schön. Alle sind wieder ein bisschen klarer im Kopf. Auf jeden Fall, mal sehen, wie sich das Ganze so entwickelt. Tschüssi. Ja, der hat uns nicht gesehen. Er fährt einfach sturfall vorbei, ohne es gemerkt zu haben. Ich habe jetzt mal unseren Kurs gesteckt. Hier, nicht weit von hier, haben wir unser zweites Schiff oder so versenkt. 3 Kilometer von hier. Ich habe unseren Kurs einfach mal hier so lang gesteckt. Ich möglichst im tiefen Wasser bleiben. Und dann mich zwischen Lörwig und Skab... Ah. Ja, ich sehe gerade, Fraps nimmt gar nicht mehr auf. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass die Festplatte voll ist oder sonst was, aber auf jeden Fall beende ich auf jeden Fall mal diese Folge, denn das ist ein klares Zeichen von Gott, den hatten wir ja schon mal in diesem Let's Play. Naja, auf jeden Fall, bis dann. Tschüss.